Headlines und Deadlines, da man ja verwöhnt ist. Wie ist denn die Prognose? Ich stelle Diagnose. Das Leiden unter akuter Globalisierungsneurose. Alles ist synthetisch und heuchlerisch. Wenn man nicht mehr sieht, merkt man nicht, wie tief man ist. Sie ist so trügerisch, die Ruhe vor dem Sturm ist schon lang vorbei. Und jetzt, wo es so stürmisch ist, fragt man sich, was dort war. Wer ist denn schuld? Und wer hat versagt? Es sieht doch so aus, wie wenn die ganze Welt durchdreht. Viele offene Fragen, wie es nur so wie gekommen. Auf direktem Weg vorbei und Paradiso mit Norado. Im Weltall entsteht durch einen Unfall ein unbewohnter Erdball. Wir leben mehr auf dem sozusagen zur Miete. Doch benehmen uns, wenn es um unser Eigentum geht. Wir machen technische Fortschritte ohne Rücksicht auf Verlust. Nur menschliche Rückschritte passieren unbewusst. So finden wir immer das Gegenteil von unserem Seelenheil und zerlegen grosse Wünsche, kleine Einzelteile. Also fertig mit Selbstbeschiss und Kompromiss. Wenn wir wissen, was wir wollen, wissen wir, was zu finden ist. Wir brauchen nur Geduld und den Willen zum Ankommen. Immer wieder Ziel voran, auf dem Weg ins Eldorado. Oh yeah.